Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorpion Plays, Leute. Ihr habt vielleicht schon im Titel gelesen, das Rad bestimmt meine Klasse bzw. Waffe. Und ihr fragt euch vielleicht, Marcel, was wird denn heute passieren? Ich werde es euch sagen, Leute. Ich werde an diesem Rad hier drehen. Ich habe hier alle Waffen aufgeschrieben, die man so kennt. Ein Scharfschützengewehr ist dabei und kein einziges LMG, also kein schweres, ja, keine Titan oder so. Habe ich extra gemacht, damit ein paar abwechslungsreiche Sachen reinkommen, Leute. Genau, ich werde an diesem Rad drehen und dann werden wir wissen, welche Waffe ich heute spiele. Und ich habe leider noch keinen coolen Seriennamen dafür. Also sucht euch mal einen Seriennamen aus, der vielleicht nicht ganz so lang ist, der cool klingt. Und schreibt in die Kommentare, der coolste gewinnt und dann wird die Serie so benannt. Wir können natürlich auch ganz viele andere Sachen machen. Specialist kann es entscheiden, Map kann es entscheiden, Spielmodus kann es entscheiden. Wir haben ganz, ganz viel. Heute ist erstmal die Waffe dran. Und wie gesagt, schreibt mir ganz viele Ideen in die Kommentare. Das ist ganz cool, finde ich. Und ich würde sagen, dann drehen wir jetzt mal am Rad und gucken mal, welche Waffe ich heute spiele. So Leute, wir unterbrechen jetzt mal für eine ganz, ganz kurze Werbeunterbrechung. Und zwar möchte ich euch eine wirklich, wirklich coole App vorstellen. Wenn ich jetzt lüge, soll mich der Blitz treffen. Ich habe gestern Abend im Bett gelegen und über 3 Stunden diese App gespielt, Leute. Und zwar heißt das Spiel Legendary Game of Heroes, Leute. Ich war immer schon so ein kleiner Fan von so Fantasy-Kartenspielen. Also ihr kennt die wahrscheinlich alle, die es damals so gab. Zum Beispiel habe ich immer Magic-Karten gezockt. Ich habe sogar mein Deck noch da im Schrank. Also ich habe das einfach geliebt und diese Karten haben mich schon sehr an Magic-Karten erinnert. Man muss natürlich dazu sagen, ich habe von dem Team von diesem Spiel ein paar Diamanten und so bekommen, dass ich Packs ziehen konnte. Ich zeige euch gleich mal, wie das aussieht, wenn man Packs zieht. Es geht auf jeden Fall darum, ihr habt diese Karten, wie zum Beispiel diese hier. Guckt mal bitte, wie nice das einfach aussieht, wirklich. Und jede Karte sieht verschieden aus. Und ihr geht dann sozusagen in die Kampagne rein, das zeige ich euch gleich mal. Und ihr habt dann Kämpfe gegen Bosse, Kämpfe gegen normale Gegner. Und das Kampfsystem habe ich so noch nie gesehen, Leute. Ich bin so ein Typ, ich habe immer diese rundenbasierten Kampfsysteme übelst gefeiert. Also damals gab es da 1000 Playstation-Spiele, wo man das so machen konnte. Es gibt hier sozusagen auch verschiedene Mana-Stufen. Das zum Beispiel jetzt hier ist eine Karte des Lichts. Ich zeige euch jetzt einfach mal genau, wie es funktioniert, wenn man eine Runde damit spielt. Und Leute, ohne Witz jetzt, ich feiere das Spiel wirklich und ich werde es auch wirklich weiterspielen. Ich hatte schon mal Placements von Spielen, da bin ich ehrlich, da hat es mir nicht so ultra Spaß gemacht. Aber das hier werde ich 100% weiterspielen, weil es mir wirklich Bock macht. Könnt euch die App natürlich gerne runterladen, einfach Legendary Game of Heroes eingeben oder natürlich den Link in der Videobeschreibung verwenden, Leute. Ihr seht schon, Leute, das habe ich wirklich selber erspielt. Ich bin schon auf Stufe 50 in der Hauptkampagne. Und ich zeige euch jetzt mal, wie so ein Kampf aussieht, wie das funktioniert. Muss natürlich dazu sagen, ich bin gerade schon so ein bisschen im Tryharder-Modus unterwegs. Ich habe ein wirklich krasses Team, einfach durch diese Karten, die ich ziehen konnte schon. Das heißt, ihr werdet gleich mal sehen, wie das funktioniert. Und wirklich so ein Kampfsystem habe ich noch nie gesehen, Leute. So, ihr seht jetzt, erscheinen hier die Karten. Das sind jetzt sozusagen auch direkt verschiedene Typen. Man sieht hier, der linke ist Typ Wasser, der rechte ist Typ Pflanze. Man kann hier die ganzen Sachen sehen, zum Beispiel hier Pflanze ist auf Wasser sehr effektiv, Wasser auf Feuer und Feuer auf Pflanze. Und unten seht ihr, Licht ist sehr effektiv auf Dunkelheit und Dunkelheit sehr effektiv auf Licht. Das heißt, jetzt muss ich gucken, aha, was mache ich gegen die? Und jetzt muss man immer diese Gruppen verbinden hier. Das ist so ein bisschen, sieht unten so ein bisschen aus wie im Casino, aber ist ganz anders, Leute. Und zwar beispielsweise mache ich jetzt mal hier mit dem Licht einen Angriff. Ihr seht gleich, was es ist, so. Zack, zack, zack. Man muss alles Gleiche verbinden. Das ist jetzt schon der Ultra-Angriff. Die werden jetzt komplett zerstört von mir. Seht ihr, man muss diese Punkte, die zusammenpassen. Oh, die haben so 100 Leben, haben so 30.000 Schaden gekriegt. Und ihr müsst es quasi so machen, ihr seht das schon, dass man quasi diese Steine verbindet. Das heißt, es müssen immer 3 verbunden sein, wie zum Beispiel so, so. Und das ist jetzt einfach ein Angriff, der wird wahrscheinlich schon reichen, vermute ich mal. Gucken wir mal. Oh Gott, Alter, das wird so ein übelster Kombination. Oh! Den wurde gerade so die Ehre genommen. Ich glaube, so eine heftige Kombination habe ich noch nie gehabt. Wenn ihr zum Beispiel angegriffen werdet, verliert ihr an dieser Lebensbalken auch Leben. Und ihr könnt das Leben euch auch aufladen. Das zeige ich euch auch mal kurz, wie das funktioniert. Und zwar folgendermaßen. Jetzt habe ich die Herzen verbunden. Die Herzen geben mir jetzt Leben. Ich habe noch kein Leben verloren, deswegen bringt es jetzt noch nicht. Und die kassieren das wieder so heftig, die Armen. Genauso funktioniert es, Leute. Und diese Karten sind wirklich sehr, sehr liebevoll. Also ich zeige euch gleich mal beim Pack-Opening noch so ein paar Karten. Erstmal gewinnen wir jetzt schnell den Bosskampf hier gegen diesen... Ah, okay, gegen diesen Drachen hier. Boah, guck mal, wie geil das gemacht ist. Man hat auch Spezialfähigkeiten. Ich will euch jetzt nicht zu viel erzählen, weil ich habe gestern wirklich schon viel rausgefunden. Holt es einfach selber, guckt es euch mal an, Leute. Es ist wirklich krass. Okay, das war's komplett. Ja, das war's komplett mit ihm. Hau rein, Digga. Genau, schaltet man auch Juwelen frei. Ich habe jetzt Juwelen freigeschaltet und mit diesen Juwelen kann man Folgendes machen. Das wollte ich euch noch zeigen und zwar einfach mal so ein kleines Pack öffnen. Man kann auch Gilden beitreten, so wie ihr das hier seht. Also ihr könnt dann einfach in eine Gilde gehen und ihr könnt auch Events spielen.
Aber ich gehe jetzt mal in den Shop eben rein und zeige euch mal ganz kurz, wie das läuft. Und zwar, wenn ihr euch ein ganz normales Pack holt, das ist hier dieses Premium-Paket. Und da seht ihr hier, welche Helden da drin möglich sind. Und guck mal, wie schön das gemacht ist wirklich. Jetzt, da steht immer der Angriffswert. Da steht, was diese Karte alles kann. Und das ist zum Beispiel jetzt Maximalstufe. Also habe ich natürlich noch nicht. Und ihr könnt auch die Karten, die ihr schon habt, auch noch leveln. Das heißt, ihr könnt auch in eure eigenen Kartenstore gehen. Ihr könnt gucken zum Beispiel, aha, welche Karten habe ich schon. Und da könnt ihr hier zum Beispiel, das ist meine beste Karte, da könnt ihr hier steigern drücken. Und da könnt ihr hier zum Beispiel die anderen Monster da rein opfern und das noch zu verbessern. Das ist wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und ich würde sagen, wir ziehen jetzt mal ein paar Packs hier. Ich habe noch extra ein paar Diamanten aufbewahrt. Okay, gucken wir mal. Okay, das sind jetzt immer so normale Ausrüstungskarten hier. Und das unten ist die seltene. Okay, das war jetzt nicht so gut. Ziehen wir noch eins. Come on. Hau was raus hier. Ja, genauso funktioniert das dann mit den Packs. Ich finde es halt geil, dass es halt diesen Story-Modus gibt, dass es um Karten geht, weil ich dieses Karten- und Rundenbasierte Angreifen liebe. Und es ist wirklich ein cooles Kampfsystem. Also Leute, gönnt euch das Spiel. Link ist in der Videobeschreibung. Und jetzt geht's weiter mit dem Hauptvideo. So Leute, da sind wir wieder. Und ich würde sagen, dann schauen wir doch mal rein, welche Waffe es denn heute wird. Let's go. Okay, und es ist die... Oh, ey, nein. Ich habe beim Aufschreiben wirklich... Ich habe beim Aufschreiben gedacht, bitte nicht die Corded, weil ich sie nämlich ohne E am Ende geschrieben habe. Sie kommt. Die beschissenste Waffe, glaube ich, die hier draufsteht. Saug wäre okay gewesen. Auger, ABR, Schwertfisch. Da hätte ich lieber sogar die Paladin gespielt, aber nein. Wir spielen mit der Corded. Amana Sekerim, Amana Koidum. Naja, dann erstelle ich schon mal die Klasse nebenbei hier, bevor ich in die richtige Position gehe. Ach, Corded, habe ich die überhaupt gelevelt? Ich habe die tatsächlich gelevelt? Ich kann mich an keine einzige Runde erinnern, aber na gut. Ah, okay, Griff brauchen wir auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, Magazinerweiterung. Ja, und dass wir ein bisschen weiter schießen können hier, Long Barrel. Das passt sogar einigermaßen. Packen wir uns hier noch Geist rein. Nein. Leute, ich war im Private Match. Ich war im Private Match, weil ich vorher was anderes aufgenommen habe. Leute, das war's wirklich komplett. Ach du Scheiße, Leute. Nein. Nicht ohne Aufsätze. Ich kann nicht mehr. Ich hab nix. Nicht mal einen Aufsatz. Wer spielt die Waffe denn auch? So, Leute. Los geht's hier auf dem Summit. Ich hab richtig, richtig Bock, mit meiner geilen Corded, meiner Lieblingswaffe, zu spielen. Ich wollte mich übrigens nochmal bedanken am Anfang direkt, dass auf meinem Darts-Kanal so viele Leute rübergekommen sind. Warum bedanke ich mich hier dafür? Naja, ich habe nur auf Scorpion Plays das Ganze erwähnt. Wir haben schon 8000 Abos, was ich ziemlich nice finde. Wie die Waffe allein schon aussieht. Ey, das ist wirklich... Das kannst du doch nicht mal faken, sowas. Das ist wirklich die eine... Ich habe maximal 3-4 Waffen von denen auf der Liste, die keine Aufsätze haben. Ohne Scheiß jetzt. Und das ist natürlich eine davon. Aber mal direkt straight. Keine Aufsätze, kein gar nichts. Auf allen anderen Waffen hätte ich wenigstens ein bisschen was drauf gehabt. Aber nee, hier nicht. Komm mal her, Digga. Also bitte. Also du gibst jetzt mal Cell Scorpion diesen... Let's fucking go. Danke, Teammate. Also die Waffe wirklich kombiniert alles, was schlecht ist. Sie hat eine beschissene Präzision, quasi gar keinen Schaden. Danke dafür, Iblali, wirklich. Also wer die Corded gut findet, viele würden jetzt vielleicht sagen, okay, mit Operators Mod geht's noch. Ja, da hast du halt unendlich Munition, aber es wurde ja auch schon genervt mittlerweile. Also ich bin mir nicht sicher, ob das noch in irgendeiner Form effektiv ist hier. Also von hinten ist jede Waffe gut. That's what she said. Wow, GG. So, gehen wir erstmal hier hoch. Ich bin, glaube ich, bin tot, oder? Ich lasse ihn leben. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was? Der lebt auch noch, der Letzte? Nachladen, nachladen, nachladen. Und wieder zurück, wieder zurück, wieder zurück. Alter, die Präzision, die diese Waffe hat, ist ein Traum, wirklich. Die verzieht ja fast gar nicht. Und der Schaden ist so immens hoch. Also wirklich jetzt, das ist wirklich Hollywood-mäßig, dass die Waffe jetzt gekommen ist. Zwei schöne Kills. Das ist natürlich der gegnerische Zaun hier. COD 2018. Zäune. Ich hab moin. Komm her, Digga. Okay, Drohne haben wir. Und 5er Streak ist da. Gucken, ob wir das Ganze nochmal runterspielen können hier. Okay, wir haben einen hier unten. Komm her, Digga. Danke. Also jetzt läuft's gut. Hier kommt einer. Ich bin nicht in dieses Schild gesprungen. Wer stellt da ein Schild hin? Wer stellt da... Ey, wirklich jetzt. Wer stellt da ein Schild hin? In die letzte Ecke, wo du niemanden treffen kannst. Da stelle ich mein Schild hin. Heute am 24.11. stelle ich da mein Schild hin.
Ist doch mein gutes Recht, oder? Alles klar, Digga. Muss los. Schleichen uns heran. Wir schleichen uns heran. Wir schleichen, schleichen, schleichen. Wir schleichen uns heran. Als ob hier keiner spawnt. Ja, moin. Alter, die Waffe kann dir noch weniger Schaden machen. Leute, jetzt ohne Witz. Okay, wir sind schon Level 4. Das war krank. Das ging wirklich schnell jetzt. Von Level 1 bis Level 4. Also Leute, ich check das nicht. Wie wenig Schaden macht diese Waffe? Das macht ja gar keinen Spaß, damit zu spielen. Danke dafür. Okay. Sehr. Ah, Teammate. Danke für nix. Hier unten ist einer. Springen wir mal drauf. Als. Ich wollte an den. Das ist ja ein. Das ist Level 1, Leute. Der ist Rekrutbot. Der hat seinen ersten Kill gerade gemacht gegen mich. Ich wollte an ihm vorbeispringen, weil ich mir so dachte, okay, der andere hat mich eh nicht gesehen. Aber dann lande ich auf dem Kopf von dem anderen. Alles klar, Digga. Bitte mal warten. Ah, der wollte mir einen Turn-on geben. Da musste ich früher. Der Level 1er. KS-Killer. Mit zwei Kills am Stück. Alles klar, Digga. Danke, Digga. Okay, wir gucken mal durch die Wände. Ah, natürlich nichts zu sehen für Marcel. Danke dafür, Digga. Dass man hier die beiden so gut sieht. Kannst du bitte. Also wirklich jetzt. No offense. Aber die Waffe ist der letzte Dogshit. Wie Camo sagen würde. Also wirklich. Der ist nicht wirklich. Ey, Leute, was? Wie kann man. Dass man sich nicht schämt dafür, dass man dieses Schild benutzt. Halleluja, es ist Weihnachtsmorgen. Ach du Scheiße. Bitte, lieber Gott, gib mir wenigstens einen Aufsatz. Mehr will ich gar nicht. Alter, dieser Recoil, ne? Ey, langsam reicht's mir. Langsam spinn ich. Langsam spinn ich. Digga, machst du Spider-Man hier, KS-Killer? Der holt mich jetzt wahrscheinlich noch. Bitte gib mir eine fähige Waffe, lieber Gott. Ich kann die Cordet nicht mehr sehen. Ich kann sie wirklich jetzt schon nicht mehr sehen. Alter, das ist so schlecht. Oh nein. Sergeant Ajax kommt und er will mich holen. Nein, Bang. Nein, Bang. Hab ihn. Das ist krank, wie wenig Schaden. Ich habe jede Kugel getroffen. Er hat 8 Leben. GGs in den Chat, Digga. Ich hasse das Rad jetzt schon. Ich mein's ernst. Ich hasse das Rad wirklich übertrieben. Das Rad und ich werden keine Freunde mehr. Du musst alles pre-aimen. Weil wenn einer kommt, holt er dich. Er ist jetzt nicht... Ich dachte, er ist durch den Zaun gestorben. Ich war kurz davor, auszurasten. Über die Range, Digga. Da muss ich beten, dass ich den Kill kriege. Okay, Leute, wir haben anscheinend ein paar Aufsätze. Was ich als erstes mache, ist hier Gung-Ho reinzupacken. Leichtgewicht raus, das brauchst du bei der SMG sowieso nicht. Okay, so, wir haben jetzt immerhin Extended Max und Laser Sight. GG. Also, diese Waffe ist ja der Oberknaller. Die geilste Waffe, die ich vermutlich je gespielt habe. Nee, Spaß beiseite, Leute. Also, wir spielen jetzt eine Runde Firing Range noch und ich bin mal gespannt, ob die Runde mehr hergibt. Aber die Runde davor hat gut angefangen und dann wurde es ganz merkwürdig, Leute. Geil. Eine 3-Mann-Party mit Nuklearkiller. Das wird lustig. Da freue ich mich drauf. Ach, die sind bei mir nachgejoint. Danke. Ihr müsstet das sehen. Ihr seht es unter der Facecam nicht. Das ist eine Map, da läuft es immer gut. Da habe ich in TDM 38 Average EQ, ja, was wirklich sehr, sehr gut ist. Jetzt haben wir sogar bis 100 TDM. Gucken mal, was hier so geht. Reckon, packen wir uns wieder ein. Wenn da diese Waffe nicht wäre, diese Waffe, die, wenn es wirklich ein Kompliment ist, Seifenblasen schießt, auf eine Range von 1,45 Meter an guten Tagen. Also, da freue ich mich doch sehr mit dieser Waffe jetzt ein paar geile, richtig geile Kills zu machen. So, los geht's, Freunde. Ich glaube, es gibt, glaube ich, keinen Weg, der hier einigermaßen Sinn macht. In der Mitte werde ich fast geholt. Rechts. Du kannst halt... Guck mal, ich kann hier weg. Guckt euch das an. Alter, alles klar, Digga. Da warten sie alle 3, 4 Leute. Ich wusste es, ey. Geil, mit der Cordet. Meine Lieblingswaffe ist das hier. Die Waffe ist so schlecht, Digga. Du kannst nichts damit challengen, nichts. Guck mal. Erst packst Bunny auf Ecstasy hoch 10. Ich kann schon mal Viereck gedrückt halten. Ja, ich wollte es gerade sagen. Da kommt das kleine Auto auch schon. Das kleine Auto von Max. Ja, auf die Range mit der Waffe. Wünsch dir was anderes zu Weihnachten, Marcel. Aber das wird es nicht sein. Hier, er ist sogar ein richtiger Bot. Aber wen juckt es? Hier, der Typ, alter Max. Ja, hier, let's go, Mann. Sorry, Leute. Gegen eine Auger kannst du mit der... Also wirklich jetzt, diese Waffe treibt mich komplett zu Weißglut. Ich mein's ernst.
Ich komme mit diesem Recoil nicht klar, ey. Danke, dass Enrico so ein Ehrenmann ist hier in der Lobby. Enrico, Grüße gehen raus an dich, Digga. Okay, jetzt kommen die hier. Leute, jetzt sag mir mal, was soll ich machen? Ich kann hier nicht challengen. Okay, geh mal. Ich wollte gerade sagen, gehen wir hier rein. Ja, ich wollte gerade sagen. Danke für diesen One-Shot, gönnen wir uns. Ah, ja. So, gucken wir mal, wer gewinnt den Gunfight, du oder ich? Ich bin's. Ja. Wenn es nur diese Waffe geben würde, würde ich das Spiel nicht spielen. Fuck mich nicht ab, Digga. Ich mein's ernst, Leute. Ich schieb viel zu selten was auf die Waffe. Nie eigentlich. Aber die Waffe ist wirklich schlecht. Teammate ist in Gefahr. Okay. Ja, jetzt kriegt er, was er verdient. So, den nehmen wir mit. Spawnt hier nochmal einer? Ne. Ah, Mr. Auger. Mr. Max. Ah. Würde auch keine Situation, würde mir jetzt spontan einfallen, wo die Waffe wirklich was bringt. Auf keine Range, in keiner Situation. Wie ich da sitze. Oh Mann, ey. Enrico, der Ehrenmann. Ah, okay, Leute, also, das Rad hat mich heute ziemlich zu Weißglut getrieben. Ich hoffe, nächstes Mal entscheidet es auf unserer Seite. Lasst euch bis dahin gerne einen Namen für die Serie einfallen, dass wir noch andere Sachen mit dem Rad machen können. Ich bin erstmal raus für heute. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.